Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Neben mir sitzt die Melli, wir sind wieder bei mir zu Hause und heute gibt es wieder eine Solo-Episode. Und das ist schon eine Weile her, dass wir eigentlich nur zu zweit waren, oder? Und zu zweit gemeinsam so nämlich, weil die letzte Duo-Episode ist jetzt gar nicht so lange her, aber ja. Das war halt über Skype noch. Die letzte Solo-Episode zu das zweit heißt, so in ist. In real life ist schon richtig lange her. Ich war im Gym noch. Ach, das stimmt. Vier Tage. Das ist echt. Ach. Gut. Wie geht's dir, Melli? Was gibt's Neues? Ja, mir geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich hatte heute die erste 15 von 10 Trainingssession quasi. Also die erste richtig geile Trainingssession seit Ewigkeiten. Ach so, 15 von 10. Ja. Jetzt habe ich gerade nachgedacht. Was? Ah, okay. Ja, so die erste richtig, richtig geile Trainingseinheit seit Ewigkeit. Also ich hatte jetzt schon ein paar gute Einheiten wieder, so langsam, also es geht echt bergauf. Mhm. Aber die heute war halt, die war unschlagbar, die war so geil, die war so gut. Also kennst du diese Trainingseinheiten, wo du einfach zwar eigentlich schon komplett Banane bist am Schluss, aber du denkst dir, es ist so geil, du willst nicht aufhören, irgendwie so, ich will ewig so weiter trainieren. Genauso ging es mir heute, es ist so schön. Es ist so schön. Schaffst du es noch, dich die Motivation? Du, auch wenn du weißt, dass es jetzt am Ende zugeht? Weil das merke ich jetzt gerade. Also ich habe halt gestern trainiert und ich habe heute, wenn du dann gehst, muss ich noch Beine trainieren. und gestern war die Motivation schon sehr gering. Okay. Weil ich mir gedacht habe, ich will nicht mehr. Na, witzigerweise. Ich hatte ja jetzt so lang so ein Tief, wo es mir halt überhaupt nicht gejuckt hat, wo ich dann nur mehr dreimal pro Woche überhaupt trainieren gegangen bin, damit die Motivation halt wieder mehr wird, damit ich mich einfach wieder aufs Training freuen kann, damit ich wieder einen Hype aufbaue irgendwie. Und durch das ist es halt jetzt, ich bin halt jetzt in diesem Aufschwung schon drin. Okay, das ist geil. Und das ist halt richtig cool, weil jetzt habe ich irgendwie voll das Momentum, was ich halt ins Gym dann mitnehmen kann und dann halt gleich direkt losstarten. Und es ist so geil, weil ich halt jetzt, was die Hüfte angeht, so gut beieinander bin wie nie zuvor, so mehr oder weniger. Also ich meine, ich traue mir jetzt noch nicht vom Boden zu heben oder eine normale Kniebeuge zu machen, aber ich bin echt in einer um einiges besseren, keine Ahnung, Position als noch vor 2 Monaten. Und also von dem her ist es ziemlich geil und ich weiß halt auch, dass ich trotzdem sicher direkt mit ein paar PRs wieder ins Gym zurückkomme, also so geil. Mit RDLs und so weiter. Ich werde fix jetzt meinen ersten 100 Kilo RDL knacken, entweder diese Woche oder nächste. Und das ist halt schon geil. Ja. Das ist echt geil. Also deshalb, wird gut werden. Das ist schon cool. Das Einzige, wo es gerade bei mir ein bisschen happert, ist halt so Body Image zunehmen. Ja, ich wollte gerade fragen, das war meine nächste Frage gewesen, wie es da mit der Ernährung geht und so. Ja, Ernährung an sich eigentlich echt gut. Also ich finde langsam mit diesen 2900 Kalorien ein bisschen meinen Groove und so die Routine und so, das ist ganz geil. Beziehungsweise habe ich halt jetzt echt so ein Mealtiming gefunden, das gut funktioniert für mich und so weiter. Aber es ist halt so dieses ganze Zunehmen-Ding, was mir immer noch... Also ich hatte heute das erste Mal 70 Kilo auf der Waage. Und das ist halt schon hart, weil Mitte Dezember hatte ich noch 60 und das ist schon in einem halben Jahr nicht ganz 10 Kilo. Das ist schon hart. Das ist hart. Das ist schon echt hart. Also das ist hart. Ich meine, ich weiß halt, wir sind gestern Abend essen gegangen und es war halt weitaus mehr als irgendwie erwartet und das war so ein Menü und ich habe mir 1300 oder 1400 Kalorien freigehalten und es war trotzdem sicher noch safe drüber und es war halt so viel Kleinigkeiten von allem irgendwie, dass es einfach... Also ich hätte es sowieso nicht getrackt, aber du hättest es auch gar nicht tracken können, weil du so den Überblick verlierst. Mhm. Aber ja, und das war halt so viel, dass ich gestern Abend echt im Bett gelegen bin und nicht schlafen konnte, weil ich so voll war. Wow. Und deshalb, ich habe zum Chris gestern Abend schon gesagt, ich werde fix heute 70 Kilo haben, hundertprozentig. Aber ja, es war halt irgendwie das und mit dem Formfotos war ich halt dann überhaupt nicht zufrieden heute früh und das war schon... Boah, das ist schon hart, wenn man so viel isst, bevor man Formfotos machen muss. Mhm. Also es war bei mir jetzt auch... Ich meine, mein Gewicht seit Prep-Ende ist ja mein Gewicht mega stabil gewesen. Mhm. Also halt wirklich die ganze Zeit, also es war noch nie so stabil. Wirklich eine ganze Woche lang entweder 60,9 oder 61,0 Kilo. Wow. Täglich. Dann war halt Ebi. Und 2 Kilo mehr. Am nächsten Tag. Mhm. Und da habe ich aber gewusst, dass ich halt am Freitag Ebi gehe, Samstag ist ein Check-In-Tag. Da habe ich die Fotos schon am Freitag gemacht. Ah, ich habe gedacht, ich mache nicht nach Ebi, also fix mache ich da keine Fotos nach Ebi. Mhm. So, und jetzt die Woche hat es mich Freitag irgendwie komplett zerrissen. Also, komplett nicht zerrissen. Es hört sich wahrscheinlich weniger schlimm an, als es sich für mich schlimm anfühlt. Aber kennst du diese Too Good To Go?
App. Ja. Genau, ich habe mir gedacht, ich will das jetzt eigentlich mal ausprobieren. Und dann habe ich mir vom Backwerk so einen Sackerl gekauft oder geholt halt, ja. Und ich habe nicht gewusst, wie das funktioniert. Ich dachte, ich kriege von denen ein fertiges Sackerl. Und dann bin ich halt hingegangen und sage so, nein, ich kann mir um 10 Euro quasi die ganzen, also nehmen, was ich will. Ein Gesamtwert von 10 Euro, ich habe aber nur 3 Euro gezahlt. Mhm. Und dann habe ich so, oh, okay, verdammt, was nehme ich jetzt? Voll überfordert. Ja, und dann habe ich halt eh primär einfach nur Brot, weißt du, so Bagel, Topf, also so ein Kornweckerl, eine Pizzaschnitte und sowas halt genommen. Ein Croissant. Und ja, und dann, ich wollte halt so Step by Step das essen, es hat nicht funktioniert. Ich bin dann wirklich am Freitag gewesen und am Freitag habe ich dann Croissant, die Pizzaschnitte, den Bagel und das Kornweckerl gegessen. Das geht gut. Aber ich meine, das ist alles leer. Ja, ja. Aber ja, es ist halt, aber es sind halt einfach Backwaren oder halt Brot, was ich einfach schon ewig nicht mehr gewohnt bin, dass ich so viel Brot esse. Und was ist? Nächsten Tag 2 Kilo mehr. Mhm. Und dann halt noch Formfotos machen. Also I feel, ich meine, es ist glaube ich echt nochmal komplett was anderes in deiner Situation. Mhm. Aber ich, also Formfotos machen zu müssen, wenn man sich eigentlich in der Haut nicht wohlfühlt, ist das ist ganz, ist hart. Ganz was Unangenehmes. Also es ist eh, der Eiji regelt das eh sehr, sehr cool, weil er auch eigentlich von sich aus sagt, wenn ich mich wirklich an dem Tag, wo ich normalerweise Check-in-Fotos mache, extrem unwohl fühle, also wenn ich zum Beispiel meine Periode habe oder wenn ich ja einfach generell mich einfach scheiße fühle, dann brauche ich keine Formfotos machen, weil es ist halt irgendwie so, da gibt es halt irgendwie so dieses Ding von, ja, lieb deinen Körper, egal in jeder Ding, und du musst es sowieso irgendwie akzeptieren, wie du ausschaust und keine Ahnung, aber man fühlt sich halt nicht besser, wenn man dann solche Fotos von sich machen muss. Und da sagt er eh, ich soll es lassen, wenn ich mich wirklich nicht wohlfühle. Ich habe es aber dann trotzdem gemacht, weil ich will halt trotzdem diese wöchentlichen Formfotos haben und ich will halt für mich selber auch die Fotos haben, wo ich selbst das Gefühl habe, dass ich nicht so gut ausschaue, damit ich dann halt zumindest in einer Woche sagen kann, okay, das war halt dieses eine Mal, dass es nicht so gut ausgeschaut hat, aber es geht halt, ich brauche es für mich selber auch dann irgendwo. Ja, beziehungsweise also finde ich, was auch hilft ist, wenn du dann später zurückblickst und denkst, so schlecht war es gar nicht. Mhm. Ja, weil ich finde, das hilft auch extrem. Voll, voll. Ja. Das ist halt so ein Ding, deshalb mache ich es halt trotzdem. Aber es war dann schon, ja, also ich hab das gesehen heute und habe das Handy weggeklickt und gesagt, die schaue ich mir nie wieder an. Also das war emotional heute Morgen schon. Aber ja, dafür war die Trainingsperformance heute on point. Also von dem her. Da hat sich das Essen ausgezahlt. Ja, definitiv. Das ist ja schon gut. Das ist cool. Voll. Aber ja, jetzt sind es eh nur noch 4 Tage und dann geht's wieder ins Gym. Sind es wirklich nur noch 5 Tage? Zählst du den Freitag mit? Ja. Ich nicht. Achso. Weil ich gehe ja Freitag schon. Ja, ja, Freitag gehe ich ja auch schon. Ja, dann sind es aber nur noch 4 Tage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und der Freitag ist dann schon ein Trainingstag. Okay. Es sind nur noch 4. Also wenn diese Episode online ist, dann sind die Teams tatsächlich wir schon draußen. Trainieren. Dann waren wir schon trainiert. Oh mein Gott. Aber ja, also hast du jetzt Deload noch? Früher oder vorher? Oder wie schaut es bei dir aus? Also ich habe jetzt heute noch und morgen noch eine Einheit und dann 3 Tage Deload. Und dann geht's los mit dem neuen Plan. Wie unterscheidet sich der neue vom alten? Der alte war jetzt nur 4 Tage die Woche mit Upper Lower. Mhm. Und quasi so eine Intro-Phase. Und jetzt gehen wir wieder 5 Tage die Woche. Und was kommt, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht. Ah, du hast ihn noch nicht. Okay. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Es ist ja dann quasi wirklich der erste Plan im Gym im Valentin, also im neuen Coach. Mhm. Und ich habe ihn dann noch beim gestrigen Check-in gesagt, so, ich erzähle einfach mal, welche Maschinen ich sehr gerne habe. Ich will dich nicht davon mit ihnen beeinflussen, aber... Nur, dass du es weißt, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Also Pendulum Squat, Hex Squat, Side-Hill-Maschine, Galaxy Leg Extension, dann die Gym 80 Seated Leg Curl, das sind einfach Maschinen, die habe ich so gerne. Mhm. Und ja... Also habe ich ihm mal davon erzählt, dass ich die gerne habe. Oh, ja. Schauen wir mal, was kommt. Aber also mich hat der Asia ja auch gefragt, welche Maschinen oder welche Übungen ich gern mag. Und ich habe echt sehr viele davon auch wirklich in den Plan bekommen. Also ich habe ihm echt gesagt, ich mag die Gym 80 Lateral Raises total gern. Obwohl die voll viele ja nicht mögen. Also voll viele mögen diese Maschine ja überhaupt nicht, weil sie sagen, die anderen sind besser.
Aber ich mag sie total gern. Ich habe das im AJ auch gesagt und er hat mir wirklich dann genau die halt reingeschrieben. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen Rücksicht drauf genommen wird. Aber ja, also ich habe meinen Plan schon seit 3 Wochen. Ich kann schon richtig hyped sein auf das, wie ich im Gym bin. Geil. Jetzt im Endeffekt trainiere ich eh genau gleich wie im Gym, nur halt, also in denselben Bewegungsmustern quasi, an denselben Trainingstagen, nur eben an das angepasst, was ich zu Hause machen kann, weil ich habe halt weder eine Beinpresse noch eine Hexquad zu Hause, noch eine anständige Langhantel, noch eine gerade Langhantel, muss man auch so dazu sagen. Also, ja, ist ganz lustig. Aber ja. So schaut es dann aus. Also ich freue mich auch schon wahnsinnig, wenn es dann wieder ist. Ich freue mich schon wirklich so sehr und ich bin einfach so ready, weil ich halt zum Beispiel auch Kniebeugen, ich meine Technik so extrem verbessern konnte, weil ich es irgendwie machen musste, so auf die Art. Mhm. Und jetzt freue ich mich schon so sehr, dass ich halt im Gym dann einfach wirklich neue PRs machen kann. Die 90 Kilo Squats, das ist von mir so immer schon so ein extremes Ziel von mir gewesen, also das Einfache von meinem Körpergewicht halt beugen zu können. Und jetzt bin ich bei 85. Also, nicht mehr lange. Es wird. Es wird wahrscheinlich am Anfang vielleicht noch ein bisschen reineasen dann, wieder in die Gym-Environment und so weiter. Ja, und halt auch einfach in Summe, weil ich meine, das schwere Beugen bin ich ja gewohnt. Ja, also das kennt mein Körper ja und auch schweres Heben und sowas, weil das habe ich ja machen können. Nur halt die ganzen Maschinen sind einfach nicht da gewesen. Mm. Das heißt, da wenn man dann, also muss ich dann sowieso schauen, dass ich schätze mal, dass wir dann bei den Grundübungen auch noch am Anfang ein bisschen zurückstecken werden, damit ich nicht in Summe zu schnell überbelaste. Aber so wie wahrscheinlich jeder. Ja, voll. Es wird sowieso, glaube ich, echt spannend. Einfach so, es ist ja dieses Fatigue-Management, also du musst ja diese ganze Ermüdung von diesen Maschinen, die du machst, mit unendlich viel Gewicht drauf und so musst du ja ganz anders handhaben im Gym als zu Hause. Ich meine, zu Hause hast du dann andere Faktoren, da hast du halt so extreme Belastung vom unteren Rücken die ganze Zeit, weil du alles frei machen musst und nichts irgendwie geführt, aber dafür hast du halt nicht die extrem schweren Gewichte und so weiter. Also halt mega, mega spannend. Ich habe das beispielsweise auch gemerkt beim letzten Meso, den ich gemacht habe, also bevor ich ein Deload gemacht habe und dann in meinem Gym quasi weiter trainiert habe, dass ich zwar nicht diese Fatigue angehäuft hatte, wie ich es normalerweise von einem Gym-Mesozyklus kenne, also wo ich mich zum Schluss einfach nur noch Banane fühle, weil einfach die schweren Gewichte nicht da waren. Aber ich habe es halt lokal extrem gemerkt. Also die Knie haben ein bisschen wehgetan von den Sissy Squats, die Schultern haben wehgetan von 4-mal pro Woche Schultertraining und so weiter und so fort. Ja. Hat extrem viel gebracht. Also es ist schon, Schultern sind schon mehr geworden, habe ich das Gefühl. Ja. Aber es war halt lokal einfach viel mehr da. Ja. Und das ist halt mega spannend, weil das halt so komplett anders irgendwie anders zu managen ist, als das im Gym zu managen war. Oder auch auf ganz andere Dinge zu schauen war, bei meinen Trainees beispielsweise jetzt, als es normalerweise halt ist, weil normalerweise hast du halt die Dinge so, du fühlst dich träge, vielleicht schläfst du nicht mehr ganz so gut und lauter solche Dinge kurz vom Deload. Ja, oder Muskelkater kommt schneller oder hält sich länger. Ja, voll. Und, so. Und das hast du halt daheim irgendwie in dem Ausmaß nicht, du musst halt auf andere Dinge schauen. Ja. Aber ja, diese Trainingsplanung. Ja, das war dann eher mehr so, ich habe keine Motivation fürs Training. Voll, es ist so, die mentale Ermüdung war halt extrem. Ja. Also das war halt voll, das habe ich auch gemerkt. Aber gut, das war sowieso, also bei mir war das halt so ein Up und Down die ganze Zeit. Ja, aber generell auch der Gemütszustand an sich war immer ein Auf und Ab, stetig, durchgehend. Ja. Voll. Also das, und ich muss auch gestehen, also es ist halt, weil ich halt jetzt es ab und zu wieder in der Arbeit war und halt meine Arbeitskollegen wieder getroffen habe und ich bin wirklich erstaunt, weil das war halt, weiß nicht, mein Alltag war einfach für mich normal und auch der Alltag von meinen Trainees war für mich ein normaler Zustand. Jetzt, wo ich aber mehr Kontakt zu quasi anderen Menschen wieder habe, die gesagt haben, dass es für sie haben sich nicht hochkriegen können, sie haben nicht trainiert, sie haben nichts gemacht, sie sind einfach nur den ganzen Tag auf der Couch gesessen, haben stundenlang gezockt, haben ferngeschaut, sind fast gar nicht rausgegangen, ja, oder haben halt ständig viel gegessen oder sowas, ja. Und da muss ich sagen, Hut ab vor allem meinen Trainees, die diese Zeit eigentlich wirklich vorbildhaft durchgezogen haben und genau diese ganzen Struggles nicht gehabt haben. Ja, voll. Ja. Ich glaube, dass das echt sehr viel auch mit dem zusammenhängt, ob du in dieser Zeit jetzt einen Coach hattest oder nicht. Weil ich habe das echt gemerkt bei mir selber, dass ich mehr denn je jemanden gebraucht habe oder hätte. Ich hatte ja eigentlich immer wen, weil der Chris hat mir immer drüber geschaut. Aber trotzdem halt, dass ich mehr denn je wen gebraucht habe, der halt mich accountable hält einfach als zuvor. Weil im Gym ist es halt trotzdem leichter zu sagen, du kriegst einen Plan und du ziehst ihn einfach durch, weil das machst du ja gern. Aber
zu Hause trainierst halt nicht so gern wie im Gym. Mhm. Und das ist, es ist halt irgendwie, es fühlt sich an, als würdest du plötzlich eine andere Sportart machen. Das ist halt, gerade wenn du jetzt eher auf mit Bändern arbeitest oder in... Das ist wie von Tennis zu Badminton. Ja, voll. Es ist halt echt, es ist wirklich, als würdest du eine andere Sportart machen. Und es ist, ja... Es hat sich echt am Anfang so angefühlt, als hättest du mir einfach einen Tennisschläger in die Hand gedrückt und ich habe keine Ahnung gemacht, was ich damit machen soll. Ja. Aber man hat halt auch unglaublich viel mitnehmen können aus dem Ganzen. Also jetzt sowohl vom Wissen irgendwie, was so diese Trainingsplanung angeht, das hat mir extrem viel gebracht, als auch so einfach Erfahrungswerte halt irgendwo mit Bodyweight Training und solchen Sachen. Das ist auch schon cool. Es war auch cool. Und was ich auch mit, also finde ich, was man auch sehr viel lernen konnte, ist, ich habe jetzt nicht quasi... Ich kann mich nicht steigen, indem ich einfach nur das Gewicht umstecke, sondern ich muss mir halt wirklich überlegen, wie kann ich den Widerstand vergrößern, wie kann ich die Intensität stärker machen, größer machen, damit ich trotzdem noch immer in den entsprechenden Rep-Range hineinkomme, wo ich eigentlich hineinkommen möchte. Voll. Und ich glaube, da haben auch meine Trainees einfach extrem viel mitnehmen können und lernen können und auch so dieses Gefühl für Muskelversagen, ich glaube, und der Intensität. Das konnten sie jetzt viel besser erfahren als im Gym selber, glaube ich sogar. Voll. Wird ihnen sehr viel helfen dann im Gym, wenn sie dann wieder hinkommen, dass sie dann deutlich besser die Reps in Reserve dann auch einschätzen können. Hundertprozentig. Ist ja bei mir selber auch nichts anderes. Also ich habe echt ein ganz anderes Level an Intensität kennengelernt in den letzten 2 Monaten, als ich es vorher jemals kannte. Ich habe zwar auch im Gym eine Beinpresse gemacht, bis ich so unten sitzen geblieben bin und sowas. Also so ist es jetzt nicht, aber... Ja. Gerade was halt so nicht diese Main Moves angeht, sondern halt alles rundherum. Also eben speziell bei mir halt einfach Schultertraining. Gerade das war halt was bei mir ein komplett neues Level angenommen hat jetzt mittlerweile, weil ich halt echt gemerkt habe, okay, ich kann problemlos meine Schultern 3-4 Mal in der Woche zerstören. Easy. Und es ist wurscht. Hält das aus. Die Schulter halt hält das wirklich aus. Ich meine, natürlich hast du eben, wie wir vorher kurz erwähnt haben, diese lokale Vertiefung dann einfach, dass du sagst, okay, irgendwann tut dir die Schulter ein bisschen weh und du brauchst vielleicht mal ein paar Tage Pause davon, weil du halt trotzdem Lasten mit deiner Schulter die ganze Zeit bewegst und das geht irgendwo auf die passiven Strukturen ein bisschen. Aber es ist trotzdem möglich und es ist halt, du profitierst halt nur davon. Ja. Also die Schulter ist echt was, das profitiert nur davon, wenn du es öfter trainierst. Ja. Im Gegensatz zu anderen Sachen, ich könnte jetzt nicht 5-mal in der Woche Beine trainieren. Oh Gott, rest in peace. Rest in peace. Gut, dann glaube ich, haben wir jetzt eh schon genug über so Sachen gequatscht, dann kommen wir mal einfach direkt zu dem Thema. Und zwar möchten wir heute ein bisschen darüber reden, so ein paar Grundbasics durchbesprechen, was man bei einer Trainingsplanung eigentlich alles berücksichtigen sollte. Mhm. Weil es ist ja genügt, ich glaube, wir haben ja viele Zuhörer, die jetzt nicht alle einen Coach haben, sondern eben auch selber gerne trainieren und dass die halt vielleicht so ein bisschen so ein paar Cues mitnehmen können, wie sie ihren eigenen Trainingsplan zusammenstellen können. Das heißt, was ist mal so das allererste, was man sich überlegen muss? Also das Erste, was man sich überlegen muss, und das ist auch die erste Frage, die ich natürlich meinen Trainees immer stelle, ist, wie oft willst du überhaupt trainieren? Genau. Weil es ist halt, es gibt so viele unterschiedliche Trainingspläne mit so vielen unterschiedlichen Trainingstagen und alle davon sind sinnvoll, aber du musst halt schauen, welche für dich am besten passt, ob du 3-mal, 4-mal, 5-mal pro Woche trainieren willst. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich lasse auch niemanden öfter als 5-mal pro Woche trainieren, weil ich es einfach dann auch schon nicht mehr sinnvoll finde, jetzt wirklich 6-7 Mal pro Woche trainieren zu gehen. Da finde ich es sinnvoller, eher dann wieder mehr Pause dafür zu machen, finde ich. Also ist jetzt so meine persönliche Ansicht zumindest. Aber im Grunde ist das einmal das allererste, also Häufigkeit. Häufigkeit. Und zwar eine realistische Häufigkeit. Genau. Ja, weil das ist dann auch so, also halt im Fitnessstudio, kriege ich halt mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun. Und da ist natürlich auch immer so die erste Frage, wie oft in der Woche hast du denn vor, trainieren zu gehen? Täglich. Jeden Tag. Mindestens eine Stunde. Ich will unbedingt abnehmen. Ich gehe jeden Tag trainieren. Ich so, okay, fangen wir mal an mit 3-mal die Woche. Es ist aber auch tatsächlich so, weil du es gerade 3-mal pro Woche ansprichst, ich sehe echt bei Kundinnen von mir, die halt eher im Anfangsstadium sind, wirklich den meisten Progress, wenn die unter Anführungszeichen nur 3-mal pro Woche trainieren gehen. Weil das halt echt, gerade wenn du jetzt nicht schon mega fortgeschritten bist, profitierst du ja auch extrem davon, zum Beispiel gewisse Bewegungsmuster irgendwie öfter auch pro Woche zu üben. Ja, genau. Weil das Ganze ist ja doch irgendwo, du musst es ja lernen, wie Trainieren funktioniert. Ja. Das ist ja nicht etwas, was du von heute auf morgen kannst, so wie jeder andere Sportart auch. Du musst es lernen und das lernst du einfach, je öfter du es machst.
Und gerade, auch wenn es jetzt so Dinge wie zum Beispiel eine freie Kniebeuge sind oder ein Kreuzheben oder RDL oder sowas, am Anfang nimmst du eh noch nicht so viel Gewicht, dass du ewig lange brauchst, um davon dich jetzt zu erholen. Ja. Und das ist, und halt es gut. Ist ja auch, ich finde es auch am Anfang, musst du eh, wie du gesagt hast, einfach mal so die wichtigsten Movements erlernen und diese ganzen Spezialisierungen kommen dann erst später, wenn du dann erst herausfindest, okay, wo sind eigentlich tatsächlich meine Stärken, wo sind meine Schwächen, und dann macht es dann auch Sinn, die Häufigkeit zu erhöhen, weil dann kannst du mehr spezialisieren und einen anderen Split fahren, ja. Sehe ich genauso, ja. Ich finde aber auch, also so 6-mal die Woche, so ein Dreier-Split, habe ich ja auch eine Zeit lang selber trainiert und es ist schon ganz cool eigentlich, ja. Also es ist, hat von der Müdigkeit her und sowas ganz gut gepasst. Der Vorteil ist ja beim Dreier-Split, dass die Einheiten an sich eine Spur kürzer werden. Ja, also es ist, kommt immer wirklich drauf an, ja, weil wenn man es halt nicht schafft, am Tag so 2-2,5 Stunden für eine Trainings- und das, wenn wir uns ehrlich sind, dauert eine Einheit mindestens 2 Stunden. Gerade eine Ganzkörpereinheit halt, ja. Voll. Und wenn man halt da wirklich schafft, okay, ich schaffe es öfters zu gehen, aber halt dafür kürzer, dann macht halt ein Dreier-Split mit 6-mal die Woche dann auch wieder Sinn. Stimmt. Der Nachteil ist aber trotzdem, dass jede Woche einfach anders ist. Ja, ja. Voll. Beim 5er-Split ist es halt super geil, weil jede Woche ist gleich. Was man da halt vielleicht auch kurz erwähnen sollte, weil das bringt uns eh gleich zum Thema so Trainingssplit, wie sollte ich meine Körperpartien unter Anführungszeichen aufteilen. Ein 5er-Split heißt halt nicht so, wie man es vielleicht vermuten lässt vom Namen, ja nicht, dass man seine kompletten Trainings, also seine Körperpartien auf 5 Tage pro Woche aufteilt, sondern einfach nur, dass man halt 5 verschiedene Trainingseinheiten hat, die man halt im Laufe der Woche dann macht. Aber das, da kann man innerhalb dieses 5er-Splits unter Anführungszeichen eine Muskelgruppe auch 2-3 Mal trainieren. Also da geht es ja nicht darum, dass man sagt, so 5er-Split wird halt mischen. Voll, 5er-Split wird halt gerne mal assoziiert mit Bro-Split, so am Montag Brust, Bizeps, Dienstag Rücken, Trizeps und so weiter und so fort. Weißt ja, du, aber der Bro-Split ist ja auch quasi ein legitimer Split ja auch. Ja. Wenn man halt weiß, wann man ihn anzuwenden hat, ja. Weil in den meisten Fällen wird er halt nicht der optimalste Weg sein, um zum Ziel zu kommen. Nein, das nicht unbedingt. Das ist halt das Ding, funktionieren wird sehr, sehr vieles, aber ob es jetzt optimal ist oder nicht, ist halt die Frage. Das ist das Ding. Also ich würde eingehen, wenn ich einen 5er-Split machen würde, weil ich würde mich dann, wenn ich einen Tag nur Beine hätte und das ganze Volumen und alles, was ich für die Beine machen müsste, in einem Tag unterbringen müsste. Ja. Rest in peace. Ja. Ich meine, woher weiß man quasi, dass man welchen Split oder welche Bewegungsabläufe an welchen Tag eigentlich legt? Ja? Da gibt es ja quasi diese 7 Main Movements. Das Beugen, Heben, also Squat, Hip Hinge, Horizontal Push, Vertical Push, Horizontal Pull, Vertical Pull. Sind auf 6. 6. Ja. Ja. Es gibt dann noch so, Lunge, je nachdem. An Lunge gibt es auch noch. Ja, so, es ist halt unilateral. Das ist aber eigentlich wie eine Squat-Bewegung. Und Squat solltest du halt bilateral, unilateral machen. Mhm. Und ich meine, es gibt dann halt noch, je nachdem, welche Literatur du nimmst, ist halt quasi das 7. entweder Core oder Heavy Carry. Mhm. Ja. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe weder Core noch Heavy Carry. Ja, es ist halt gerade Heavy Carry ist halt, wenn du jetzt, wir reden ja jetzt von Hypertrophie-Training. Ja, und genau. Das ist halt extrem unspezifisch für das, was wir erreichen wollen. Ja, weil was bringt uns außer brutale Unterarme vielleicht? Ja. Aber Ja, und jede Bewegung solltest du versuchen, eigentlich 2-mal die Woche zu machen. Voll. Ja. Ja. Kann man, glaube ich, so ganz gut sagen. Und so kann man sich dann, je nachdem, wie oft man halt weiß, okay, in der Woche kann ich 4-mal trainieren und dann schaust du halt einfach, welcher Split für dich am besten passt. Eine Möglichkeit, ein klassischer Split wäre einfach Upper Lower, dann hast du 2-mal Oberkörper, wo du halt immer horizontale, vertikale Push- und Pull-Übungen einbaust und 2-mal Beintage, wo du dann eben Squat und Hip Hinge 2-mal die Woche einbaust. Voll. Plus eben die ganzen Accessory Moves eben dann, wie ein Seitheben oder lauter solche Dinge, das kann man ja da nicht halt einwenden. Schultern und Arme, genau. Sozusagen. Ja. Oder was man bei 4-mal die Woche auch machen kann, ist, dass man eben Full Body Push macht, Full Body Pull macht und dann zum Beispiel nochmal Upper Lower. Ohne Push-Pull, Push-Pull, mit unterschiedlichen Push-Pull-Tagen. Ja. Das ist was, das Programm ich zurzeit sehr, sehr gern. Also Ganzkörper-Push und Ganzkörper-Pull mit unterschiedlichen Push-Pull-Einheiten. Weil ich halt auch, also ich habe schon einige Mädels dabei, die sehr stark sind. Und ich finde das halt irgendwie,
also ich programme es deshalb sehr gerne, weil es halt irgendwie das erlaubt, dass man sagt, man hat jetzt 2 oder 3 Beinübungen drinnen und das war's für den Unterkörper quasi. Also so eine Squat-Bewegung, dann vielleicht noch eine Leg-Extension oder sowas und halt noch irgendwas Drittes. Mhm. Und das war's für diesen Tag, weil das ist halt vom Mindset dann so geil für diesen Trainingstag, weil du halt reingehst mit dem Gefühl, okay, ich habe jetzt nur diese 3 Übungen Beine und da hole ich jetzt alles raus. Finde ich teilweise, also zumindest merke ich es bei meinen Trainees gerade, dass das partly mehr Sinn macht, als jetzt 8 Beinübungen an einem Tag legen zu wollen, weil du am Schluss halt eh schon nur mehr so dahin zahlst irgendwie ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Also das ist halt was ich jetzt ein bisschen beobachtet habe. Upper Lower ist genauso gut, bitte Gage, wenn du es bis zum Schluss schön durchgehen kannst. Das heißt, du fängst dann immer mit den Beinübungen an. Genau, also es kommt halt voll drauf an. Es kommt voll drauf an, aber ich fange sehr gern mit den Beinübungen an, einfach weil es halt doch das Schwerste und Anstrengendste ist und sonst machst du es nur mehr halbherzig zum Schluss. Und vor allem finde ich es halt auch zum Beispiel, dass wenn du jetzt einen Pull-Day hast und du trainierst vorher Rücken, danach ein RDL machen ist halt Arsch. Oh, das ist nah. Das kannst du halt von der Griffkraft vergessen, das kannst du von der Stabilität vergessen. Du kannst deinen Upper Back nicht mehr so fixieren, mehr oder weniger. Fixieren ist das beste Wort. Von dem her würde ich jetzt zum Beispiel nie ein RDL nach einem Rückentag programmen, sondern den eher an den Anfang setzen. Mhm. Vielleicht noch ein Lying Hamstring Curl davor. Also das mache ich zum Beispiel jetzt auch voll gerne, dass ich eben die Accessories teilweise vor die Main Moves programme. Das macht mir zurzeit auch mega Spaß. Aber ja, ich probiere halt gerade voll viel aus. Das ist voll witzig. Ja. Was ich auch ganz gern mache, ist, wenn ich halt, also zum Beispiel, ich habe auch an Pull-Tagen also wenn ich jetzt zum Beispiel einen 5er-Split habe und ich habe wirklich einen eisernen Pull-Tag, da mache ich gerne RDLs rein. Mhm. Ja, weil dann habe ich einfach an den beiden Tagen, muss ich keine RDLs machen. Ja. Habe dann genug Zeit für, also ich kann Hip-Thrusters machen, konventionelles Heben machen oder sonst ähnliches. Oder ich habe einmal Barbell und einmal Dumbbell RDLs drinnen, weil einfach Dumbbell-RDLs sind einfach geil. Ich habe noch nie gemacht. Oh, das ist jetzt so cool. Ich habe sie im neuen Plan wieder nicht drin. Wieder nicht? Ich kann sagen, weil der Edge ist, glaube ich, eher Fan davon. Ja, er ist selber Fan davon, aber ich habe es immer noch nicht drin, weil ich von meinem Bar... Aber ich liebe halt auch ich habe ihm reingeschrieben, dass ich halt unbedingt ein Barbell RDL haben will. Deshalb wahrscheinlich. Aber ich habe ihn zum Beispiel auch im Pull-Day, weil das ist ja auch immer so ein Thema, soll man Kreuzheben oder eine Kreuzhebe-Variation am Beintag programmen oder am Pull-Day, wenn man es halt so unterscheidet, also weiß nicht. Das ist halt auch immer... Ja, ich finde, es ist halt wichtig, dass du eine Hip-Hinge-Bewegung hast. Ja. Also am Beintag, also Beintage mache ich sehr gerne 2-mal die Woche und da habe ich einen Fokus auf die Vorderkette und einen Fokus an die Rückseite. Mhm. Ja. Und natürlich habe ich mal bei beiden Bewegungen noch, also beiden Tagen noch immer auch die ganzen Accessory-Movements, aber es ist halt einfach einen Tag beuge ich schwer und den anderen Tag ist halt eine schwere Hip-Hinge-Bewegung. Der Main-Fokus. Kreuzheben oder Hip-Thrusters. Genau, und da ist es halt entweder eben wirklich Kreuzheben oder Hip-Thrusters. Mm. Weil dann kann ich am Pull-Tag RDLs machen. Ja, voll. Ja. Und das mit dem fahre ich eigentlich ganz gut, also auch meine Trainees eigentlich und so. Mm. Natürlich muss man auch aufpassen, wie man auch die Reihenfolge dann setzt, weil es ist dann halt, wenn der Beintag ist und dann der Pull-Tag direkt hintereinander und mit den RDLs, manche haben dann halt Müdigkeitserscheinungen im unteren Rücken. Voll. Ja? Voll. Und da muss man halt eher auch schauen, wie man das dann halt dann zum Beispiel ganz gut hinbekommt mit den Pausentagen entsprechend dazwischen. Ja? Weil die meisten Leute haben ja einfach wirklich ihre Schwäche im Core und unteren Rücken. Voll. Und das muss man dann ein bisschen auch berücksichtigen. Dann auch. Beziehungsweise ist es halt, es muss ja nicht gar nicht unbedingt der Schwäche sein. Du kannst einen verdammt starken unteren Rücken haben, aber es ist halt trotzdem irgendwo eine Muskelgruppe, die recovern muss. Ja, und klar. Du kannst, das ist halt, du wirst dir auch nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie, weiß nicht, schwere Kniebeugen 2 Tage hintereinander zu machen, um jetzt die Quads zu stimulieren. Also würde ich jetzt auch nicht 2 Tage hintereinander programmen, die immer extreme Belastung für den unteren Rücken darstellen. Also halt ein Bent Over Row, ein RDL direkt hintereinander oder so. Rest in Peace. Deshalb mache ich zum Beispiel auch super gern derzeit, dass ich halt Push-Pull mache und dann zum Beispiel einen Rest-Day, dann einen anderen Push-Tag, dann nochmal einen Rest-Day und dann erst einen Pull-Tag. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch herausgefunden, dass das ganz gut funktioniert, weil es halt irgendwie dann das noch mehr aufteilen kannst über die ganze Woche so und das ist halt chillig. Ja. Dann hast du immer mindestens einen und teilweise eben 2 Rest-Days dazwischen. Das ist schon cool. Also ja, im Endeffekt, man merkt es eh,
irgendwie, es fühlt sich oder hört sich an wie eine eigene Wissenschaft, aber im Endeffekt ist es du, halt, du hältst dich einfach an die paar Basics, also zweimal pro Woche eben diese Bewegungsmuster bzw. Muskelgruppen, kannst auch teilweise dreimal pro Woche programmen, kommt halt drauf an, was es ist, Schultern geht öfter. Also kleinere Muskelgruppen, theoretisch kann man, glaube ich, sagen, kann man öfter ein bisschen trainieren, wie oft willst du überhaupt trainieren, dann haben wir das, ja. Und eben Fatigue für den unteren Rücken berücksichtigen und dann ist der Rest eigentlich nur mehr Spielerei. Stimmt eigentlich, ja. Oder halt auch schauen, wie es am besten in deinen Wochenplan hineinpasst, natürlich auch, ja. Voll. Also weil da ist dann auch, und da ist es halt auch wirklich hilfreich, wenn man es schafft, sich einen Wochenplan zu schreiben, der einfach jede Woche gleich ist. Voll. Weil dann kann man auch wirklich gute Gewohnheiten und Struktur rundherum aufbauen und es schafft es viel einfacher durchzuziehen, als wenn man sich jetzt dann immer, okay, wann baue ich jetzt mein Training an und wann mache ich jetzt ein Rest Day oder mache ich zwei Rest Days oder sowas. Voll. Es ist halt schwierig. Ja. Voll. Bin ich total bei dir. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte da gerade noch irgendwas anfügen. Basics, Muskelgruppen. Ja. Zweimal die Woche. Manche Muskeln vertragen mehr. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay. Vielleicht fällt es mir noch ein. Ja, und dann und dann einfach sich überlegen und schauen, welche Maschinen und welche Möglichkeiten man im Gym hat. Mhm. Und dann halt dementsprechend dann Übungen ausfüllen. Ja. Ja? Ich weiß, was ich sagen wollte. Eben, weil wir gesagt haben, eben fixer Wochenplan und so weiter. Eben auch, man kann ja zum Beispiel sagen, wenn man zweimal zum Beispiel unter der Woche trainieren geht oder ja, zweimal zum Beispiel und zweimal am Wochenende, kann man sich ja so programmen, dass die Einheiten, die länger dauern zum Beispiel, eben dann am Wochenende sind. Ja. Dass man muss ja das nicht so machen, dass sagt, alle Einheiten müssen jetzt gleich lang sein oder keine Ahnung, kannst ja die anstrengender sind, die länger dauern, wo du dir mehr Zeit nehmen musst dafür, auch die Setups vielleicht länger dauern, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, eben eine Kniebeuge ist und keine Beinpresse, es wird halt einfach immer ein bisschen länger dauern wahrscheinlich, dann kannst du diese Einheiten ja zum Beispiel dann ans Wochenende legen oder an freie Tage oder so und so kannst du es, wie du eben sagst, wunderbar um deinen Alltag herum aufbauen und so dann auch durchziehen. Das macht schon Sinn, das macht schon echt Sinn, weil es halt dann ja Adherence-Thema ist, ob du es dann durchziehen kannst oder nicht. Voll. Und das ist halt, das ist eh das, worauf dieses Ganze dann im Endeffekt zurückkommt, du musst es halt langfristig machen. Alles wird irgendwie funktionieren, wenn du es langfristig einfach durchziehst und langfristig besser darin wirst und halt einfach, dabei bleibst. Genau. Bodybuilding ist ein Marathon. Kein Sprint. Ja, leider. That's it. Leider. Scheiß Geduld. Aber ja, anderes Thema. Genau, das heißt, man hat dann quasi den Übungsplan, da überlegt man sich, welche Übungen man halt nimmt, schaut halt, welche Maschine man im Gym hat oder welche Gewichte, welche Übungen man machen kann. Und wenn man das dann alles hat, da schaut man sich eigentlich das Volumen und Intensität an. Genau. Im Prinzip. Genau. Also wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen pro Übung, wie möchte ich das einbauen. Und dann stellt sich dann eigentlich die große philosophische Frage, Volumen oder Intensität? Oder einfach beides. Beides, das machst du einen Monat und dann hast du die gute Hüfte. So, bam, bam. Rest in Peace. Dann geht es nicht mehr weiter. Voll. Also ich bin einfach, weil es mir selber taugt, ich bin Intensität. Mm. Ja. Damit, es ist halt... Damit fahre ich persönlich einfach am besten. Voll. Es ist halt kein Entweder-Oder. Es ist halt einfach nur das, dass du... Man muss halt wissen, dass das Ganze halt irgendwo interconnected ist und je mehr du vom einen hast, umso weniger kannst du halt vom anderen nehmen. Also du kannst halt nicht Also es sind halt diese drei großen Trainingsvariablen. Frequenz, Volumen, Intensität. Ja. Und du musst, wenn du das eine raufschraubst, das andere immer irgendwie runterschrauben. Du kannst nicht alle drei Stellschrauben nach oben drehen und glauben, das funktioniert. Oder alle drei runterdrehen. Oder alle drei runter, genau. Das funktioniert halt nicht. Und es ist halt, je intensiver du trainierst, umso weniger Sätze oder eben je weniger Volumen wirst du auch irgendwo brauchen. Ein gewisses Mindestmaß an Volumen würde ich halt jetzt trotzdem ansetzen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du mit einem Satz Beinpresse pro Woche recht weit kommen wirst. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube eher nicht. Ja. Also es ist halt doch irgendwo einfach so ein Mittelding. Aber ja, im Endeffekt würde ich halt einfach bei einem gewissen Volumen mal anfangen. Also zum Beispiel halt jetzt so diese Regel so abziehen, Sätze pro Muskelgruppe pro Woche irgendwo da herum bewegen. Mal schauen, wie das mit der Intensität, die du an den Tag legst, funktioniert und dann halt entweder die Intensität hochschrauben, wenn die nicht passt oder wenn die on point ist und du eben ans Muskelversagen kommst oder knapp davor, dann das Volumen erst draufschrauben. Ja,
Also ich würde mir auch immer, ich schaue mir immer zuerst meine Trainees an, also trainieren sie intensiv genug, ja, drehe an denen zuerst herum und wenn das halt dann auch nicht wirkt, unter Anführungszeichen, dann wird erst das Volumen hochgeschraubt. Aber meistens ist es eh so, dass bei der Intensität noch Luft nach oben ist. Ja, also es ist halt immer zuerst so, okay, trainieren sie technisch richtig, isolieren sie den Muskel, ja, mit dem sie eigentlich trainieren möchten, weil viele fälschen ja am Anfang einfach noch unbewusst ab mit. Es ist einfach eh klar. Ich sage dir immer, es ist komplett logisch, weil der Körper, sobald er eine Muskel müde wird, will der Körper halt natürlich, der Körper will effektiv arbeiten. Mhm. Dann ist auch klar, dass der Körper automatisch anfängt, durch andere Muskelgruppen es halt zu ersetzen und oder halt unterstützend reinzugehen. Voll. Und da ist dann halt auch dann sicherlich am Anfang so den ersten Punkt, den man halt wirklich erlernen muss, ist, sich einfach diese Muscle-Mind-Connection aufzubauen und halt wirklich quasi diese Technik so beizubringen, dass man schafft, dass man diesen einen Muskel isoliert trifft, den man isoliert treffen möchte. Voll, definitiv. Ja. Beziehungsweise eben sich auch anschaut, bei manchen Übungen ist es halt trotzdem so, dass du den Muskel nicht spüren musst, um ihn zu treffen. Bei einer Kniebeuge musst du dich ja nicht darauf konzentrieren, den Quad zu spüren. Ja. Oder Bent Over Row. Oder bei einem Bent Over Row, ja. Wobei bei einem Bent Over Row kann man halt sagen, wenn man es zu viel woanders spürt, dass es halt dann irgendwo ein Problem wird. Also wenn es nur, das hat mir der AJ beispielsweise gesagt, ich soll halt einfach darauf achten, ob ich es zu sehr im unteren Rücken, in den Hamstrings oder in den Glutes spüre. Wenn ich es da spüre, dann sollte ich vielleicht ein bisschen weniger herumschwingen. Ansonsten passt. Das ist halt witzig, aber wichtig. Witzig ist es auch. Ja. Aber ja, es gibt halt Übungen, die musst du halt nicht spüren. Die wirst du, wenn du sie technisch richtig ausführst, wirst du die Zielmuskulatur damit treffen. Man RDL spürst auch nicht immer in den Hamstrings. Oder eine Squat in der Kniebeuge. Oder eine Squat in der Kniebeuge. Eine Squat in den Quads. In den Quads. So, oder weiß nicht. Also, oder halt Benchpress nur im Brustmuskel. Ja, Benchpress, bestes Beispiel. Also das spürst nicht. Benchpress spürst du nicht. Da wirst du einfach stark drin und der Muskel wächst eh. Aber ja, das sind halt so Übungen, da darf man sich auch nicht erwarten, das dann zu spüren. Dann gibt es aber andere Übungen, wenn du die nicht spürst, hast du ein Problem. Und das sind die ganzen Accessory Movements. Wenn du Seitheben machst und du spürst es im Nacken und überall anders, aber nicht in der Schulter, dann triffst du halt auch nicht wirklich die Schulter. Ja. Es ist halt natürlich als Anfänger immer schwierig, weil du diese Mind-Muscle-Connection einfach noch nicht hast. Und da musst du dann einfach schauen, dass du dir Feedback holst, ob du die Technik richtig ausführst. Und dann kommt das eh von selber irgendwann. Ja. Also von dem her, das muss man halt auch irgendwo dann lernen. Ja. Und für das war Corona halt mega geil, wie du vorher schon gesagt hast. Ja, ich finde auch. Also es hat halt echt viele, weil du einfach, du wurdest halt gezwungen, an deiner Technik zu arbeiten. Ja. Ja, und das ist schon cool. Voll. Oder eben auch so Dinge zu implementieren wie das Tempo oder sowas. Also ich habe halt sehr viele Tempo-Variations selber drinnen jetzt gehabt und auch bei meinen Trainees implementiert, weil es halt irgendwo doch das Ganze intensiver macht, wenn du eine 3-Sekunden-Exzentrik überall hast oder so. Ja, und definitiv. Das macht halt auch mega, mega Sinn, um wirklich diese Mind-Muscle-Connection irgendwo herzustellen. Weil gerade in der Exzentrik spürt man es halt oft noch mehr als in der Konzentrik. Ist ja beim Hamstring Curl oder sowas, wenn du nicht in den Stretch gehst, spürst du es halt viel mehr, als wenn du dann anziehst so quasi. Und da kann man das halt, finde ich, super lernen. Oder bei einem Lat Pulldown oder sowas, wenn du dann so richtig schön in den Stretch noch reingehst und so. Okay, alles klar. Aber da kann man das halt super lernen. Und dann kommt das eh mit der Zeit. Und dann kann man auf das eben schauen, wenn man die Accessory Movements macht, ob man es richtig spürt oder nicht. Und wenn du eine Accessory Movement eh schon immer richtig machst und irgendwie spürst es trotzdem nicht oder so, dann ist das halt auch was man einfach easy ersetzen kann durch was anderes. Ja. Das ist halt das Coole dran. Es ist ja auch nicht jede Maschine perfekt für jeden. Ja, also da ist auch ganz gut, ab und zu mal ein bisschen andere Übungen auszuprobieren und zu schauen, okay, fühlt sich das besser an oder so. Voll. In welchem Fall würdest du bei dir selber jetzt vielleicht oder auch bei Trainees eine Übung ersetzen, würdest du das machen? Würdest du das eher nicht machen? Oder wann würdest du es machen? Also für mich ist eigentlich immer so, dass der erste Punkt, okay, ich habe Schmerzen dabei. Mhm. Ja, dann halt immer wenn jemand Schmerzen bei Ihnen in der Übung hat, einfach herausfinden, bei welcher Bewegung, bei welcher Ausführung spürst du tatsächlich die Schmerzen und dann halt versuchen, eine Alternative dafür zu finden. Mhm. Dann zweites ist halt auch bei Maschinen, wenn es halt quasi manche passen einfach anatomisch nicht. Manche fühlen sich einfach immer kacke an und manche fühlen sich dafür, das setze ich rein und das passt einfach sofort. Mhm. Ja, also wenn ich da wirklich merke, dass in einem Mesozyklus jemand die ganze Zeit Struggles hat und sagt, ich komme nicht hinein, es fühlt sich komisch an,
dann muss ich es ja nicht erzwingen, sondern wenn ich die Übung ersetzen kann, easy mit einer anderen Maschine oder anderer Ausführung, denke ich so, ja, hier passt, dann machen wir was anderes. Voll. Ja, und du hast jetzt eh das Stichwort schon erwähnt, Mesozyklus. Mhm. Du schaust deine Übung halt auch länger an im Endeffekt, ja, bevor du das gleich austauschst. Das ist unglaublich wichtig. Außer es sind halt wirklich, also halt so Schmerzen. Ja. Also das ist dann halt, also halt wirklich, also starke Schmerzen oder sowas. Ich schaue dann sicher noch eine Woche weiter drüber oder so. Aber ansonsten, also da warte ich jetzt nicht den ganzen Mesozyklus ab. Ja, voll. Verstehe ich auch. Würde ich auch so, oder mache ich auch so, sagen wir mal so. Oder halt einfach schauen, in welcher Variation kannst du das Ganze ausführen. Ja. Also bei einer Kniebeuge beispielsweise, in welcher Range of Motion tut's weh und dann halt merken, okay, es tut vielleicht nur ganz unten weh oder sowas. Dann halt vielleicht einmal einen Boxquat machen und dann schauen, dass man vielleicht die Boxhöhe langsam im Laufe der Zeit wieder reduziert, um eben dann irgendwann wieder zu einer normalen Kniebeuge zurückkehren zu können. Oder was auch immer es halt dann ist. Oder beim RDL halt vielleicht Range of Motion reduzieren oder... Oder es ist halt auch, zum Beispiel bei Biceps Curls am Kabelzug, einfach mal den Griff ändern. Ja, voll. Ist es ein Seil, ist es eine Stange, solche Dinge einfach mal. Ja. Voll. Also das ist... Komplett. Außer es ist halt wirklich so ein extremer Schmerz, dass man halt wirklich sagt, so, okay, erste Wiederholung und es geht einfach gar nicht. Mhm. Warum das auch immer dann so sein könnte, dann kann man halt wirklich sagen, okay, mal ein paar Tage Pause und dann ganz andere Übung vielleicht oder so. Ja. Muss man sich halt dann von Fall zu Fall anschauen. Aber absolut. Ja, ansonsten eben wirklich länger abwarten, bis man da wirklich eine Übung austauscht, weil... Ja, eine Übung, wenn du sie am Anfang neu machst, wird sich wahrscheinlich immer ein bisschen komisch anfühlen und du brauchst immer ein bisschen Zeit, um deinen Groove zu finden und die richtige Einstellung zu finden. Ja. Und also ich persönlich brauche immer so 1,5 Mesozyklen, bis ich mal so richtig in einem Trainingsplan drinnen bin. Mhm. Ja, also auf jeden Fall ein Mesozyklus, damit ich mal mein Arbeitsgewicht gescheit finde und dann im nächsten Mesozyklus, wo ich dann wirklich sage, okay, jetzt kann ich voll drauf gehen, jetzt kann ich echt gezielt steigern und wirklich Progress machen. Ach, schon so lange? Dass ich halt ein richtig geiles Gefühl habe, ja. Wahnsinn. Ja. Bei mir ist es ein bisschen kürzer. Ich glaube, bei mir dauert so 2-3 Wochen ungefähr, bis ich wirklich drin bin. Und dann geht es eigentlich gut dahin. Ich meine, ich hatte jetzt... Ja, aber ein Zyklus dauert bei mir zum Beispiel 4 Wochen. Dann, ach so, ja, okay. Dann. Bei mir dauert halt ein Mesozyklus 6 Wochen. Okay. Also, beziehungsweise in Ages Sheets steht halt irgendwas von 8 oder 9 Wochen. Schauen wir mal, ob ich das mache mit 8 oder 9 Wochen. Ja, cool. Aber, ja. Ja. Na voll. Und dann kommen wir mal im Endeffekt zu dem Thema, was halt dann noch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist, wenn du diesen Trainingsplan mal gefunden hast, der passt und wo du sagst, du hast jetzt die Übungen, du bist jetzt im Groove und so. Mhm. Was ist dann wichtig? Progression, genau. Schreib mit. Schreib mit für ein, weiß ich nicht, ein Logbuch. Ja. Schreib die Wiederholungen mit, schreib die Gewichte mit. Das kann mir einfach kein Schwein erklären, dass wenn ich jetzt, weiß nicht, 4-mal die Woche trainiere, und 4 verschiedene Trainingstage habe, zu je 6 bis 7 Übungen, das sind das 7x4, 28. Mhm. Zu 28 Übungen, jetzt sage ich 3 Sätze, jetzt 28x3 ist, ich habe keine Ahnung, viel. Und sich dann für alle Zitat Sätze, Manuel Teufel, Schule damals. Schule damals. Hast du den Podcast nicht gehört, oder? Nein. Nicht, das war dann mit dem Andi, den musst du noch anhören. Der ist echt gut. Okay. Also mit Pürzel Andi? Ja. Yeah. Doch, die habe ich gesehen. Ja. Wo sie irgendwie geredet haben von Altruismus und so und der Manu so, Schule damals. Ah ja. Ist dämmert. Schade, dass der Manu unseren Podcast nicht hört, weil der wird das, glaube ich, gerade ziemlich appreciaten, dass wir ihm einen Shoutout geben. Aber ja, that's it. Genau. Also 28x3 sind sehr viele und die einfach für so vielen... die einzelnen Wiederholungszahlen zu merken und auch die einzelnen Gewichte zu merken, weil man hat ja nicht bei jedem Satz immer dasselbe Gewicht. Ja. Ja, das ist einfach, das merkt sich. Und dann auch vielleicht bei Aufwärmsätzen oder sowas halt noch zusätzlich, weil die dann hast du... auch wenn du es nicht mitschreibst, aber dann, du hast ja trotzdem ein System, wie du dich irgendwie aufwärmst und wenn du dann irgendwie dein Arbeitsgewicht nicht kennst und dann die Aufwärmsätze musst du ja trotzdem irgendwie im Kopf haben und dann sind es ja noch mehr Sätze, die du, Aufwärmsätze merkst du ja dann, wenn du dein Arbeitsgewicht kennst, dann weißt du, okay, normalerweise wärme ich dann so in, keine Ahnung, RDLs 20er, 10er Schritten, wie schwer du halt auch immer trainierst, wärmst halt auf, aber wenn du dein Arbeitsgewicht schon nicht im Kopf hast, no. Also das war echt einer der größten Fehler, den ich wirklich lang gemacht habe, dass ich halt mein Training nicht mitgeschrieben habe. Das ist Tod und Verderben, aus und vorbei. Das... Nein, aber ja, Progression auf alle Fälle. Das halt wirklich in den Movements, die du machst, dass du die gut machst, dass du die anständig machst und dann darin stärker wirst. Das ist halt unheimlich wichtig. Weil Muskelaufbau lebt halt trotzdem irgendwo von progressiver Überlastung.
Ja. Und dem, dass du halt irgendwo deinem Muskel Schaden zufügst, weil er einen Reiz hatte, den er vorher noch nicht kannte. Du musst ihn entsprechenden Trainingsreiz setzen. Genau. Damit er mit der Trainingsanpassung. Exactly. Damit du halt brutal wirst. Yes. Und massiv. Und richtig arg. Und das dauert trotzdem noch viel zu lange. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Ja, und dann hat man eigentlich einen ziemlich geilen Plan, mit dem man ins Gym-Training starten kann. Genau. Und wie starten wir am besten mit dem Gym-Training, wenn die Gyms wieder aufsperren nach Corona? Voll drauf. Nicht nachmachen, Kinder. Voll drauf. Reiß das gut den Schädel aus. Riechend nach Hause kommen kannst. Genau. Ja. Nein. Also halt auf jeden Fall am Anfang mit Volumen und Intensität runtergehen. Mhm. Nämlich darf wirklich beides noch. Weil das ist, der Körper wird schwer überbelastet werden. Das ist je nachdem halt, wie du halt zu Hause trainieren konntest. Aber es sind halt super viele neue Bewegungen. Das heißt quasi diese ganzen koordinativen Prozesse in den Muskulaturen sind einmal stark überfordert und machen super schnell die Anpassungen. Deswegen kriegst du auch am Anfang mega schnell Muskelkater. Die ganzen passiven Strukturen brauchen viel länger für ihre Anpassungen. Und das kriegt man halt am Anfang gar nicht so stark mit, wenn die sich anpassen. Und wenn man da zu schnell, zu stark drauf geht, dann hast du einfach, dann bist du Meier. Und Verletzungsrisiko ist halt hoch und das zahlt sich nicht aus. Und dann das Zentralnervensystem. Ja, weil das wird... Also wenn du halt wirklich keine schweren Gewichte zu Hause gehabt hast, dass du halt nicht verbeugen konntest, nicht verheben konntest oder Benchpress machen konntest, Bent-Over-Rows oder was auch immer, dein Körper wird einfach so schnell erschöpft sein. Nur weil er einfach wieder mehr Gewicht bewegen muss. Also wir wissen es eh, eine schwere Kniebeuge, das ist Zentralnervensystem. Du spürst das wirklich, also du bist im Eck. Du bist im Eck, nicht muskulär, aber einfach, du merkst einfach, wie dein ganzer Körper erschöpft ist. Ja, du bist komplett Banane danach. Ist halt echt hallo. So. Und das ist halt, da muss man jetzt am Anfang die ganze, natürlich Euphorie ist geil, ja. Und man muss aber da wirklich sehr smart in die ersten Wochen hineingehen und das Ego ein bisschen zurückstecken und sehr langfristig und nachhaltig denken. Mhm. Weil wenn du zu schnell reinstartest, dann bist du nach 2-3 Wochen sowas von im Eck. Und dann kannst du das recht wieder Trainingspause machen. Ja. Und das ist einfach, das zahlt sich nicht aus. Voll, definitiv. Ich finde gerade so das Thema Intensität runterschrauben halt extrem, extrem wichtig, weil ich glaube, es macht halt jetzt weniger Unterschied, ob du jetzt vielleicht noch einen Satz mehr oder weniger machst. Ich meine, du sollst jetzt vielleicht nicht mit 4-5 Sätzen oder sowas wegstarten, aber 4-5 Sätze würde ich jetzt generell einmal nicht unbedingt machen. Aber ob du jetzt 2 oder 3 Sätze machst, finde ich, macht jetzt gar nicht so den riesengroßen Unterschied. Viel wichtiger ist halt, dass du dich nicht komplett abschließt dabei. Mhm. Also, dass du halt bei diesen 2-3 Sätzen, die du machst, halt wirklich Wiederholungen im Tank lässt, auch das Gewicht wirklich vielleicht noch konservativer wählst oder so und halt also auf wieder jeden Fall nicht das Fälle. Gewicht nehmen, was du vor Corona gehabt definitiv hast. Definitiv nicht. Da musst du dich, also da ja, wirklich runtergehen, reduzieren. Oder halt einfach langsam wieder rantasten und halt einfach dieselbe Aufwärmroutine irgendwie so, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, bei einer Kniebeuge oder so, einfach in 5er Schritten, 10er Schritten wieder aufsteigen und einfach mal schauen, wie sich's überhaupt anfühlt, weil es ist halt, wir können halt auch jetzt keine allgemeine Empfehlung rausgeben, weil es wird anders für jemanden sein, der wie du ein komplettes Rack in seinem Wohnzimmer stehen hat, als für jemanden, der jetzt nur mit Bändern und Körpergewicht trainiert hat oder halt mit 5er Hanteln oder so. Ja, ist einfach komplett also das ist ganz was anderes und du wirst sicher mit einem anderen Trainingsgewicht einsteigen können, als jemand, der halt das nicht zu Hause hat. Nicht unbedingt, weil derjenige jetzt Muskeln verloren hat oder schlechter geworden ist oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil es wirklich nur um diese Bewegung selber geht, die du halt nicht mehr gewöhnt bist. Ja. Und drum einfach langsam rangehen, konservativ einsteigen. Es ist besser, du machst in den ersten 2 Wochen ein bisschen zu wenig als zu viel. Okay. Also es ist ein bisschen so, vielleicht sogar sagen, Deload-Mentalität. Einfach beim Deload lieber ein bisschen zu wenig machen als zu viel. Ja, oder einfach wirklich so eine Art Primer-Phase oder halt Intro. So ein Intro-Week halt, Der AJ macht es bei mir jetzt beispielsweise so, das finde ich halt mega, mega cool, das System. Wenn man Top- und Back-Off-Sätze hat, er lässt mich jetzt in der ersten Woche im Gym nur die Back-Off-Sätze machen. Mhm. Also ich lasse alle Top-Sätze weg. Ich meine, ist halt für mein Ego natürlich schade, weil ich nicht mit einem 100 Kilo RDL einsteigen kann. Aber es wird mir halt verdammt gut tun, einfach mal, um wieder reinzufinden und so. Und
und alle Movements halt irgendwie wieder, ja, einfach diese Gesamtbelastung wieder ein bisschen einschätzen zu können. Und dann in der zweiten Woche mache ich dann die Top-Sets auch dazu. Also ja. So, das finde ich zum Beispiel richtig, richtig cool. Oder sonst halt generell einfach sagen, vielleicht einfach statt mit 3, mit 2 Sätzen einsteigen, Reps in Reserve lassen und dann halt langsam wieder da rantasten, wo man hin möchte. Ja. Das wäre so der Advice, glaube ich. Ist ganz gut. Voll. Absolut. Wie ein Trainingsanfänger halt nur mit mehr Vorwissen. Ja, genau. So quasi. Ja. Voll. Muskelkater werden wir alle des Todes kriegen. Es wird so schön. Ja, die ersten paar Wochen. Ich glaube, wenn halt Freitag auf die Gyms, wenn am Montag dann die Leute wieder ins Büro gehen, sie werden sich alle nicht bewegen können. Das stimmt. Das stimmt. Sehr gut. Oh, ja, ich bin auch einfach schon so gespannt, auch wie es von der Atmosphäre her wieder wird. Ich glaube, dass das echt für mich zumindest am Anfang echt auch anstrengend wird, wieder ins Gym zu gehen, weil ich halt nicht gewohnt bin, von so vielen Leuten umgeben zu sein. Ja, so die laute Musik und die vielen Menschen und so. Ich glaube, dass das am Anfang echt, also es wird mega geil, ich freue mich mega drauf. Aber es wird halt, ich glaube, dass das gar nicht ohne ist. Also gerade jetzt, wo wir es gewohnt waren, dass wir viel zu Hause waren und viel alleine waren oder halt nur im kleinen Kreis und dann auf einmal wieder so viele Leute auf einmal und ja, das wird, glaube ich, ist halt vielleicht ein Faktor, den man vielleicht auch noch mit einrechnen sollte, weil es ist halt doch auch irgendwo dann Stress für den Körper. Also ich glaube, dass das vielleicht auch eventuell anstrengend sein könnte. Aber ich glaube, dass man, also so wie auch jetzt zu Beginn von Corona, wie schnell man sich daran gewöhnt hat, genauso schnell werden wir uns wieder umgewöhnen. Also es wird, nach ein paar Tagen wird es wieder so eine Orge-Routine sein, wieder ins Gym. Fuck, ich kann wieder ins Gym fahren. Ja. Ah, oh, es ist so schön. Voll, ich freue mich schon wahnsinnig. Es wird richtig, richtig cool. Aber ja, das roundet eigentlich das ganze Thema so ab ein bisschen. Ich glaube, dass man sehr viel daraus mitnehmen konnte, was wir da gerade so besprochen haben. Ich glaube schon. Also wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr da was mitnehmen konntet daraus für eure Post-Corona-Trainingszeit oder einfach für eure Trainingskarriere in general, dann macht jetzt einen Screenshot. Ja, postet ihn in die Instagram-Story, markiert uns wieder mit Petra, Annalein, Pretti und Melanie Mut, ihr wisst Bescheid. Ansonsten, danke fürs Zuhören, fürs Einschalten. Viel Spaß im Gym, tut euch nicht weh, passt auf euch auf. Enjoy. Und ja, train smart, würde ich sagen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Boom. Ciao, ciao. Wiedersehen.